Mein Name ist Konrad Bauer, ich bin 44 Jahre alt, ich bin Unternehmer im Bereich Marketing, Werbung und Design und bin darüber hinaus auch in vielen Ehrenämtern tätig. So bin ich mit 16 Jahren damals an die CDU gekommen, mit 18 eingetreten und nunmehr seit 27 Jahren Mitglied. Außerhalb der Politik liegen mir auch Kultur, Karneval und Musik sehr im Ehrenamt am Herzen. Innerhalb der CDU engagiere ich mich im Ortsverband, im Stadt- und im Kreisverband und in besonderem Maße als stellvertretender Landesvorsitzender und Bundesgeschäftsführer bei der LSU, den Lesben und Schwulen in der Union, um hier mehr Diversität in die Partei zu bringen. Ich bin mittlerweile fast 27 Jahre in der CDU, bin damals mit 16 Jahren sozusagen dazugestoßen. Eintreten konnte ich erst mit 18, durfte damals die ersten 2 Jahre sozusagen reinschnuppern und bin jetzt sozusagen seit meinem 18. Lebensjahr mit Begeisterung dabei. Ich habe als junger Mensch schon begonnen, mich für Politik zu interessieren und wollte dann auch meines dazu tun und habe natürlich in meinem Ort geschaut, was gibt es denn so an Parteien und wer macht was. Und da war die CDU damals sehr aktiv, sowohl mit einem eigenen Stand beim Fahrfest als auch auf dem Dorffest und auch innerhalb der Dorfpolitik sehr präsent, beispielsweise mit einer Patenschaft für einen Kinderspielplatz. Und habe dann auf dem Dorffest, unserem Frischenfest, den Peter Altmaier kennengelernt, der als junger Abgeordneter für den Bundestag kandidiert hat und habe mich damals mit ihm unterhalten. Und seine politischen Ziele, seine Ideale haben sich ziemlich mit meinen Wertvorstellungen gedeckt. Und da ich schon ein Fan, würde man heute sagen, von Helmut Kohl war und auch Konrad Adenauer sehr geschätzt habe in jungen Jahren, von dem ich übrigens meinen Namen tatsächlich habe, war für mich eigentlich fast klar, dass der Weg in die CDU vorgezeichnet ist. Ich bin ja in der CDU in verschiedenen Organisationsstufen tätig, vom Ortsverband über den Stadt- und Kreisverband bei uns in der Region Merzig-Wahlern. Und bei mir war es immer schon so, dass mein Geschick eigentlich war, die Partei nach außen zu verkörpern, also das Erscheinungsbild der Partei zu prägen. Ich war jetzt weniger derjenige, der die politischen Inhalte generiert hat, sondern dafür gesorgt hat, die Inhalte nach außen zu verkaufen. So habe ich immer schon in frühen Jahren die Flyer für die CDU im Ortsverband gemacht und das hat sich bis heute auch so fortgeführt. Heute bin ich im Kreisverband für den Bereich Internet und Social Media zuständig im geschäftsführenden Vorstand. Besonders gefällt mir bei uns in der CDU, dass wir seit vielen Jahren von alt bis jung eine tolle Gemeinschaft sind und dass der Einsatz für die Menschen vor Ort, für unser Dorf, für unsere Stadt und unseren Kreis eigentlich das ist, was uns auszeichnet. Es sind ganz viele dabei, die sich eben Gedanken machen, wie können wir unseren Ort verschönern, wie können wir im Ort was tun. Und das führt sich für mich auf allen Ebenen fort und das ist der große Pluspunkt, der für mich in der CDU eben steht, dass wir gemeinsam nach vorne denken und unser Ort eben und unsere Stadt nach vorne entwickeln. Besonders stolz bin ich, dass die CDU sich in den vergangenen Jahren bewegt hat, dass es sich verändert. Dem einen oder anderen geht es vielleicht zu langsam, aber wir sind eben eine konservative Partei. Das heißt, wir bewahren das Gute und entwickeln es behutsam fort, ohne unsere Prinzipien über Bord zu werfen. Und damit stehen wir aber auch irgendwo in einer gewissen Tradition. Und wenn wir uns entwickeln, dann entwickeln wir uns aber glaubhaft und dann stehen wir auch zu dem, wie wir uns entwickeln. Und ich glaube, das macht uns aus, dass wir uns einfach nicht einfach nach dem Wind richten, sondern wirklich mit Überzeugung an die Dinge gehen. Ich bin in der CDU, weil christliche Werte hier ihre Heimat haben und wir auch in stürmischen Zeiten zu der Verantwortung für unser Land stehen. Mach mit, sei dabei, komm auch du ins Team CDU-Saar.